Kapitel 10. Jahrzehnte voller Abenteuer. Also, bist du wirklich kein böses Pokémon? Günther, diese Welt ist also die deinige? Ich nickte. Ja, ich habe es selber erst durch Darkrai erfahren. Und ich habe erfahren, dass er für so viele Jahre mein größter Feind war. Obwohl wir dasselbe Ziel verfolgten. Das Ende des dunklen Gottes. Aber er wollte seine Auferstehung verhindern, indem er den Weltenbaum zerstörte. Seine Umsetzung war falsch, aber seine Ziele richtig. Auch Flonk ist derselbe aus meinen Erzählungen, aber er hat es anscheinend tatsächlich geschafft, sich von seinem Wahn zu lösen. Kurz schwebte Latias stumm vor mir und sah auf den Boden. Offenbar schwankte sie, was sie nun tun sollte. Also, Günther, ich glaube, es fühlt sich irgendwie falsch an, aber ich werde dir helfen. Sag mir, was ich tun kann. Eindeutig hatte ich sie richtig eingeschätzt. Der größte Gefallen, den du mir tun könntest, ist es, mit Floink zu reden und ihm die Lage zu erklären. Das Latias Nid ist ein Gegenstand, den sein Adoptivvater mir gegeben hatte, den ich zu ihm bringen sollte. Erkläre ihm einfach, was passiert ist. Er wird es verstehen. Und weshalb hast du diesen Gegenstand? Ich habe Floink versprochen, ihn abzuholen. Sie schien schnell zu verstehen. Warte, also, ist Floink der Verräter? Ihre Ausdrucksweise überraschte mich ein wenig. Ihr wusstet, dass es einen gibt? Dacke hat es uns in einem Brief erzählt, jedoch keine Namen genannt. Schlauer Schachzug von ihm. Die beiden werden verstehen, dass dies bedeutet, dass Dacke auf meiner Seite steht und Günthers Moral wird gesenkt. Gleichzeitig macht Darkrai sich unverdächtig. Der Kerl ist clever, das muss ich ihm wirklich lassen. Hast du gerade die beiden gesagt? Ja, Darkrai war mehr als schlau. Er hat nur die Einzahl erwähnt, damit sich die zwei gegenseitig decken können, was beide ausschließen würde. Aber ja, bereits zwei Pokémon aus eurer Gruppe unterstützen mich. Flonks dunkle Kraft hat ihn manche Erinnerungen behalten lassen. Daher glaubte er mir und ließ mich flüchten. Und Shinox hat auch dunkle Kräfte in sich, die ihm die Wahrheit aufzeigten. Er hat vorgestern Nacht die Höhle, in der ich lagere, besucht und sich mir angeschlossen. Das heißt, dass es das Effektivste wäre, wenn du irgendwie die beiden einweihen könntest. Latias schien entschlossen, dass sie dies schaffen könnte. Das wird kein Problem werden, da bin ich mir sicher. Günther wird niemanden mehr alleine losziehen lassen. Da kann ich es jetzt sicher so drehen, dass ich mit den beiden auf die Suche gehe. Kurz musste ich sie hinterfragen. Wenn er euch nicht alleine reisen lässt, wie bist du dann alleine hier? Er hat eine Ausnahme zugelassen, da ich in diesem Gebiet schwer unbeobachtet wäre. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass die Pokémon der alten Krieger auf deiner Seite stehen. Ich muss langsam gehen und kurz blickte sie in ihre Hand. Weißt du, es ist für uns alle schwierig. Es ist ein Glaubenskrieg für uns alle. Nur wenige Lichtblicke bleiben in einem Meer der Finsternis. Und wir alle wissen nicht, ob das, was wir tun, richtig oder falsch ist. Das Einzige, was wir tun können, ist stark und entschlossen zu bleiben. Und ich werde an deiner Seite kämpfen, bis zum Ende. Mit diesen Worten flog sie davon und ich begab mich wieder zu der Höhle. Nun stand bereits die Hälfte meiner alten Freunde wieder auf meiner Seite, zumindest beinahe. Ich hatte den dunklen Kristall und das Lichtherz. Latias hatte ihr Latias Nid wieder. Darkrai und ich mussten endlich keinen Krieg mehr führen. In einer so kurzen Zeit war bereits so viel geschehen. Und anders als auf jeder anderen Reise, sollte wohl dieses Mal tatsächlich im Leben etwas für mich funktionieren. Das Ende stand inzwischen kurz bevor. Und auch wenn es natürlich etwas Gutes war, dass es endlich enden würde. Irgendwie konnte ich doch nicht anders, als nostalgisch zu werden. Darkrai hatte es angekündigt. Der Krieg stand kurz vor seinem Ende. Oder um eine seiner früheren Lieblingsaussagen zu verdrehen. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, doch der Krieg ist beinahe gewonnen. Der dunkle Gott war der stärkste, aber auch der letzte Feind. Es würde bald enden, egal wie. Und mit diesen Gedanken blickte ich zurück auf die Vergangenheit.
Krieg war nie etwas Schönes, doch nach allem war es irgendwie zu meinem Leben geworden. Jahrzehntelang hatte ich gekämpft, gehofft, gebetet. Wir hatten als Team alles gegeben. Und nur als Team waren wir auch wirklich stark gewesen. Ich hatte viele neue Freunde gefunden, außergewöhnliche Persönlichkeiten, denen ich sonst niemals begegnet wäre. Scheinux, Lord Ecke, Latias, Bulbi, Seemops, Hydropi, Latios, Bisasam, Floink, Eevee, Chelast. Ja, selbst Feinde wie Nekrosma und Darkrai. Oder Darkrai vielleicht auch nicht. Es war einfach schwer zu verstehen. Ich habe so viele wunderschöne Orte gesehen, schöner als die Menschenwelt es je sein könnte. Ich habe eine Welt gesehen, eine Gesellschaft, die ohne Krieg zusammenhalten kann und sich nicht selber ausrottet. Ich habe eine Legende geschaffen, von der man sich noch in Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, erzählen wird. Es waren Jahrzehnte voller Abenteuer. Wir alle waren so sehr daran gewachsen. Wir alle waren Krieger geworden. Doch Scheinux Familie, Latias, Floink, sie alle sehnten sich nach einem ruhigen Leben, ohne Kämpfe, Weltenrettung und ähnliche Strapazen. Und sie alle hatten es auch mehr als nur verdient. Funkenherz sollte in einer friedlichen Welt aufwachsen können. Das Einzige, was dieser Welt nur noch zur Perfektion fehlte, war das Ende dieser Schlacht. Ich war fest entschlossen, es endlich zu Ende zu bringen. Und gleichzeitig wusste ich, dass alles enden würde, was ich kannte. Nichts würde je wieder sein wie zuvor. Die Abenteuer wären zu Ende. Bräuchte diese Welt mich dann überhaupt noch? Oder wäre ich nichts mehr als eine Unreinheit im Raum-Zeitgefüge? Könnte ich es wirklich über mich bringen, meine Existenz in meiner wahren Heimat zu einem Schaden zu machen? Ja. Ich könnte und ich würde. Wenn ich wahrlich nicht mehr wiederkehren könnte, so würde ich es schweren Herzens akzeptieren. Solange meine Freunde ihren verdienten Frieden endlich erhielten, war es das wert. Doch all diese guten und die schlechten Gedanken beiseite. Ich hatte so viel darüber nachgedacht, was passieren würde, sobald der dunkle Gott gefallen war, dass ich das hier und jetzt ein wenig aus den Augen verloren hatte. Denn der dunkle Gott lebte und war wohl das mächtigste Wesen des Weltenbaumes. Wie sollte ich ihn überhaupt besiegen können? Und auf wie viele meiner Freunde könnte ich zählen? Alles stand offen, nichts schien sicher. Und so viele Fragen gab es noch, entstanden durch all meine Reisen. Es fühlte sich einfach nicht an, als könnte das Ende tatsächlich kurz bevorstehen. Und doch spürte ich selber, nur sehr wenige Tage verblieben. Und alles würde sich verändern und verenden. Ob im Guten oder im Schlechten, dies lag es an mir zu bestimmen. Zunächst kehrte ich zurück in die Grotte. Ich wollte noch einmal an diesem Ort ruhen, vielleicht ein wenig mit meinen neuen Fähigkeiten trainieren und anschließend aufbrechen zur Sternlichtspitze, zum großen Finale. Scheinux Sicht. Latias kam uns wirklich auf den letzten Drücker noch entgegengeflogen. Wir hatten uns bereits alle am Schatzstädter Strand getroffen. Unser Günther hatte eine große Entscheidung getroffen. Wir würden selbst zur Sternlichtspitze reisen. Denn irgendwann müsste ja auch der andere Günther dort auftauchen. Wir waren kurz vor der Abfahrt, als Latias von ihrer Tour zur Stadt der ehemaligen Krieger zurückkehrte. Sie hatte Günther vorhin noch davon überzeugt, dorthin gehen, um sicherzustellen, dass das Lichtherz in Sicherheit wäre. Erst wollte Günther sie nicht alleine ziehen lassen, ließ sich aber schnell von ihr umstimmen. Du hast dir wirklich Zeit gelassen, nicht? Was hat denn da so lange gedauert? Es tut mir leid, Günther. Es ging um persönliche Interessen. Einer der Krieger hat am Strand das Latias Nied gefunden, das ich seit so vielen Jahren suche. Ich konnte nicht einfach gehen, ohne es mitzunehmen. Ich hoffe, du verstehst das. Ihr Latias Nied? Ich wusste natürlich, dass sie es ewig gesucht hatte und freute mich für sie, aber irgendwie kam es schon sehr plötzlich. Und vor allem, woher genau wussten die Krieger, dass Latias diesen Stein suchte und dass es genau dieser Gegenstand war?
Latios schien diese Ungereimtheiten jedoch am wenigsten von allen aufzufallen. Doch das Latios nie wieder. Wirklich. Nach all der Zeit. Sie kramte einen Stein heraus. Ich merkte, wie Flönk den Gegenstand etwas misstrauisch beäugte. Das ist es wirklich. Unglaublich. Sobald diese Lage geklärt ist, werde ich demjenigen, der es gefunden hat, noch irgendeine Belohnung zukommen lassen. Auch wenn Günther selber recht zufrieden wirkt, hatte er es trotzdem eindeutig eilig. Aber schlecht drauf war er inzwischen ja sowieso dauerhaft. Das Bewusstsein, dass es einen Verräter gab, zehrte stark an ihm. Er war misstrauisch gegenüber allen. Außer Lord Ecke, dem vertraute er zu sehr. Und Lord Ecke selber beharrte weiterhin auf seiner Theorie bezüglich meiner Tochter. Ich wünschte wirklich, ich könnte ihn einfach zurechtweisen. Allerdings wäre die einzige Möglichkeit, ihm zu beweisen, dass er im Unrecht wäre, wenn ich Flönk und mich verraten würde. Ich freue mich ja für dich. Aber wir müssen wirklich los, also auf. Teils mit Latias und Latios per Luft, teils per Lapras erreichten wir nach einigen Stunden das verlorene Land. Gerade blickend fiel einem sofort der monumentale Zeitturm auf. Blickte man allerdings nach rechts, so wirkte der Zeitturm wie ein Zahnstocher im Vergleich zu dem Naturgesetze ignorierenden Gebilde der Sternlichtspitze. Wir alle wussten, dass wir es nicht mehr am selben Tag zum Gebilde an sich schaffen würden. Deshalb entschieden wir uns am Eingang zum verlorenen Land über Nacht zu rasten. Als wir unser kleines Lager errichteten, meldete sich Latias zu Wort. Wir brauchen etwas Feuerholz. Soll ich welches holen gehen? Recht kurz angebunden antwortete Günther. Meinetwegen, aber diesmal nicht alleine. Passt es, wenn ich Scheinux und Flönk mitnehme? Gut, aber versucht spätestens in einer Stunde zurück zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir unsere Energie morgen brauchen werden. Also, geht schon. Warum genau Latias mich und Flönk ausgewählt hatte, verstand ich nicht, aber mir war es doch ziemlich recht. Ich fühlte mich ehrlich gesagt zu dieser Zeit nicht sonderlich wohl im Rahmen meiner Familie. Es war natürlich nicht ihre Schuld. Ich fühlte mich jedoch schrecklich, weil ich sie anlog. Dass Flönk mitkam, der als einziger eingeweiht war, erleichterte mich dabei auch ein wenig. Schnell brachen wir also auf, in Richtung eines kleinen abgestorbenen Forstes in der Nähe. Zuvor hatte ich ja bereits bemerkt, dass Flönk irgendwas an dem Latias Nied anscheinend seltsam fand. Nun entschied er sich, es offen Latias gegenüber anzusprechen. Latias, wer genau hat dir denn das Latias Nied wiedergegeben? Ihre Antwort kam überraschend trocken und auch der Inhalt war alles andere, als ich erwartet hatte. Ich weiß, dieses Stück stammt von dir zu Hause. Es war das Familienerbstück, welches du erhalten solltest. Aber ich hoffe, du verstehst, dass ich es behalten werde. Um den Stein geht es mir nicht wirklich. Du kannst ihn gerne behalten, aber macht euch keine Sorgen. Ich stehe auf eurer Seite. Ich weiß Bescheid und bin auch auf der Seite des anderen Günther. Zumindest wurde somit schnell klar, weshalb Latias gerade mich und Flönk für diesen Trip ausgewählt hatte. Um so mit uns reden zu können. Er hat mir erklärt, was geschehen ist und es hat einfach Sinn gemacht. Wahrscheinlich wisst ihr auch einiges davon noch nicht. Darkrai steht auf seiner Seite und hat ihm den dunklen Kristall gegeben. Und jetzt hat Günther das Lichtherz. Er war auch derjenige, der mir das Latias Nied gegeben hat. Das wohl Wichtigste von allem ist jedoch, diese Welt ist seine Heimat. Wir haben all die Abenteuer, von denen er erzählt hat, selbst erlebt. Diese Welt und unsere Erinnerungen wurden verzehrt. Nun, auch diese Erkenntnis klärte viele Fragen, die ich noch hatte. Daher weiß also meine andere Seite alles so einfach, weil sie live dabei war. Deine zweite Seite? Was meinst du damit? Ich entschied mich, das Ganze durch meine Transformation einfach zu halten. Er meint mich. Auch wenn du dich nicht erinnerst, wir kennen uns bereits. Seit einem kleinen Exkurs in der dunklen Welt. Ich bin derjenige, der Shinnok überzeugte, dass Günther die Wahrheit sagt. Wir haben uns aber noch nie getroffen, oder? Dann musst du wohl Flönk sein, nicht? Ich denke ebenfalls nicht, dass wir uns bereits gegenüberstanden. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Recht schnell entschied ich mich, wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen. Verstehst du nun, Latias? Ja, also wir stehen alle drei auf derselben Seite, nicht? Wir alle verraten unsere Freunde. Aber nur, weil sie nicht die Wahrheit kennen. Sie werden es verstehen. Und bald werden sie Bescheid wissen. Zunächst verstand ich ihn nicht ganz. Was? Wieso das?
Ist es nicht eindeutig, Scheinux? Das Ende dieser Reise ist nahe. Innerhalb der nächsten Tage, vielleicht schon morgen, entscheidet sich der Krieg. Und sobald Günther auftaucht, werden wir die Fassade fallen lassen müssen. Wir werden uns gegen sie alle auflehnen müssen. Aber es ist zum Besten aller. Zum Besten aller. All die restliche Zeit während dem Holzsammeln und dem Rückweg verfolgte mich diese Aussage. War es wirklich jemals recht, die eigene Familie so zu hintergehen? Egal welcher Zweck. Je mehr Zeit verging, desto eher spürte ich es. Es bahnte sich etwas an, größer als meine eigene Existenz. Und auch in der Nacht wurde ich geplagt von Albträumen. Mitten in der Nacht schreckte ich hoch und ich realisierte. Bulbi, Funkenherz. Egal was die nächsten Tage passiert. Ich werde euch beide immer lieben, merkt euch das. Ja.